Hallo, das ist jetzt sozusagen nochmal so eine Begrüßung in gewisser Hinsicht. Wie Ralf schon treffend vorformuliert hat, gibt es jetzt mal keinen Potluck State of the Union. Ich muss Sie aber enttäuschen, Ralf, das Wort Potluck wird trotzdem vorkommen. Leider, leider, leider. Ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht, was eigentlich wert wäre, mal erzählt zu werden und womit man sowas eigentlich eröffnen sollte. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, dass ich jetzt irgendwie den richtigen Ton treffe. Ich habe einfach mal so zwei, drei Sachen zusammengeworfen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, aber die alle irgendwie so Aspekte sind, die in letzter Zeit relativ viel in der Diskussion stehen oder nicht genug in der Diskussion stehen oder auf die man sonst mal vielleicht hätte hinweisen sollen. Nochmal, warum haben wir diese Veranstaltung Subscribe genannt? Um es vielleicht mal in einem Satz zu bringen, müsste ich meine Fernbedienung anschalten. Ne? Der Feed ist stark mit uns. Also das ist sozusagen etwas, was man sich immer wieder mal wachrufen sollte. Das Podcasting ist da, wo es heute ist, wegen des Feeds. Als ich vor, keine Ahnung, 11 Jahre mittlerweile, glaube ich, so in irgendeiner einer nächtlichen Internet-Durchstöber-Aktion auf das Wort Podcast gestoßen bin und dann so ein bisschen nachgelesen habe und festgestellt habe, oh Mann, sie nehmen den Feed und sie tun da einen Link rein. Was für eine geile Idee. Ja, das war sozusagen ein einziges kleines Wörtchen, was zusätzlich in eine bereits relativ gut funktionierende Geschichte eingefügt wurde. Und ich hatte halt so eine Vision. Ja, also Landschaften traten auf einmal in meinem inneren Auge auf. Und ich dachte mir so, wow. Das könnte tatsächlich dieses Bindeglied schaffen, was dem Netz derzeit fehlt. Und alte Hasen werden sich vielleicht sogar noch erinnern, dass so damals in dieser ganzen Internetlandschaft, paar Jahre vorher sogar schon noch, da gab es mal so eine Hypewelle mit Push oder Pull. Irgendwie, man wusste nicht so richtig, drückt man es jetzt den Leuten aufs Auge, ja, oder muss man sich's ziehen? Und es gab dann irgendwie Push, war dann irgendwie auf einmal total gehypt und jeder kam mit irgendeiner Lösung mit Push, Push, Push. Weil man irgendwie noch nicht so richtig verstanden hat, was eigentlich das Wesen des Internets und die Verbindung der Leute darin ausmacht und wie man darüber eben Medienmodelle machen kann. Podcasting hat im Prinzip eine sehr einfache Antwort geliefert, nämlich, ja, da gibt es jetzt diesen Feed und wen es interessiert, der fragt halt nach. Und ich finde, das hat wunderbar funktioniert und das ist sozusagen auch etwas, was beibehalten werden muss. Da ist eine Kraft in diesem Modell, die ist sozusagen wichtig. Und das drückt sich auch in diesem Namen dieser Veranstaltung gut aus, wie ich finde. Und deswegen heißt das eben jetzt Subscribe. Und gleich nochmal zu Beginn. Die Subscribe war bisher nur in Berlin. Das ist immer mal wieder beklagt worden. Nicht, weil Berlin keine interessante Stadt wäre, sondern für manche Leute eben auch ein bisschen weit weg. Auch wenn wir immer der Meinung waren, och, ist ja immer eine Reise wert, werden wir jetzt trotzdem versuchen, ein wenig die Veranstaltung oder Aspekte dieser Veranstaltung ein wenig herumzureichen, so es in unserer Fähigkeit und Möglichkeit liegt. Und deswegen hier kurz als Vorankündigung, bevor ich es wieder vergesse, wir werden in einem Monat, also wir im Sinne von ich, werde nach Wien fahren und dort machen wir einen Podcast-Tag, der noch keinen schönen Namen hat. Vielleicht fällt uns noch was Putziges ein. Subscribe wollte man das jetzt nicht nennen, weil ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber so in dem Geiste soll das schon stattfinden. Das heißt, so einen Tag schön im Sektor 5 zusammensitzen, wo Podcaster sich auf so ähnlich wie hier halt vorstellen können, wo man eben bestimmte technische, inhaltliche Diskussionen führen kann, einfach auch um sich ein bisschen kennenzulernen und auch in Österreich noch ein bisschen mehr Welle zu machen, als das vielleicht bisher der Fall war. Es gibt natürlich da die Meetups, das ist im Prinzip so ein Ganztages-Meetup. Und können wir auch gleich ankündigen, es wird eine neue Subscribe geben, natürlich im Herbst, wie wir es immer gemacht haben, aber eben nicht in Berlin. Warum? Das hat mehrere Gründe. Erstens, wie schon erwähnt, gibt es diese Diskussion einer überregionalen Ausdehnung schon länger.
Und der Markus, der sich vorhin ja auch schon vorgestellt hat vom Bayerischen Rundfunk, hat uns dann eingeladen, doch die Räumlichkeiten beim Bayerischen Rundfunk zu nutzen, die, nachdem ich sie mir mal angeschaut habe, sehr, sehr nett sind. Und da kann man dann kaum Nein sagen. Sprich, die nächste Subscribe wird dann ihre Eröffnung im großen Rundfunkratssaal des Bayerischen Rundfunks durchführen. Aber jenseits der tollen Namen sind die Räumlichkeiten insofern gut, als dass sie uns im Prinzip locker eine Verdopplung der Teilnehmerzahl erlaubt. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das erreichen, denn neben dem großen Saal gibt es dann noch so 4, 5 Räume, die im Prinzip so eine Kapazität von 20, 30, wenn sie, man eng sitzt, vielleicht auch 40 Leute haben mit Präsentationsmöglichkeit etc. Das heißt, dort können wir, sagen wir mal, auch diese Workshop-Sessions nochmal auf eine ganz andere technische Basis stellen, und ich hoffe, dass das dann auch eine Menge Leute beflügelt, dort auch nochmal sich auf eine ganz andere Art und Weise einzubringen. Wir werden dann wahrscheinlich auch das Vortragsformat noch mehr ausdehnen, als wir das jetzt hier immer bisher gewollt und gekonnt haben, und versuchen auch verschiedene Aspekte des Podcastings, also so bestimmte Produktionsgruppen, ne, so, ihr merkt ja selber schon, wie weitläufig das alles ist, das dann sozusagen auch in seiner ganzen Bandbreite mit reinzubringen, aber auch die Diskussion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich nochmal näher zu suchen, etc. Dazu können wir dann ja auch gegen Ende dieser Veranstaltung nochmal ein bisschen träumen, aber den Termin könnt ihr euch schon mal merken, der steht fest. So, aber was ist denn jetzt eigentlich sozusagen die wilde Diskussion? Ich werde nicht zur Finanzierung von Podcasts reden, im Übrigen. Aber ich glaube, man muss mal kurz über Plattformen reden, weil das so ein Thema ist. Und warum auch nicht? Plattformen haben ja auch eine ganze Menge Vorteile. Plattformen nehmen einem eine Menge Arbeit ab. Das ist ja offensichtlich. Man muss nicht selber Server betreiben etc. Das heißt Hosting und in gewissem Maße auch so Aspekte wie Webdesign, und dann kommen dann auch noch Webplayer dazu. Das ist alles super. Und ja, es spricht eine Menge für bestimmte Plattformen in der Hinsicht, weil man einfach weniger Arbeit damit hat. Und das ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll. Also vor allem gibt es halt spezifische Podcast-Hosting-Plattformen, die sich extra darauf spezialisiert haben. Und da spricht meiner Meinung nach auch wenig dagegen, wenn die so halbwegs innovativ unterwegs sind. Und wenn man natürlich jetzt von den größeren Plattformen redet, dann gibt es natürlich noch andere Mitnahmeeffekte, weil diese Plattformen natürlich dann üblicherweise auch noch mit einem Social Network daherkommen und solche Sachen wie Sharing oder Recommending von Inhalten dadurch natürlich leichter läuft, nicht wahr? Wir wissen ja alle, Facebook etc., in diesen großen Plattformen laufen solche Newsflows auf eine ganz andere Art und Weise automatisiert ab. Und wenn man halt so alleine im Open Web die Podcast Open Web Feed-Fahne hochhalten, da so rumsteht, kann man halt auch schnell mal ignoriert werden. Letzten Endes muss man es heutzutage ohnehin in diese Plattform mit reinbringen. Und die Verlockung ist natürlich groß, dort dann auch gleich alles zu machen und dort zu Hause zu sein und sich alles aus der Hand nehmen zu lassen und so weiter. Ja, aber gibt ja auch Nachteile, ne? Also, da gibt es ja diese schönen EULAs oder wie auch immer sie gerade heißen, diese ganzen License Agreements, so nach dem Motto, ja, willkommen im Wunderland, aber hier sind unsere Terms of Service. Ja. Willst du dir dieses fünfseitige Rechtsanwaltsblabla durchlesen? Ja, nein. Und wenn nein, bist du halt draußen, und wenn du halt irgendwie mitspielen willst, dann musst du das alles irgendwie runterschlucken. Naja, und da kommt dann aber einiges mit ins Spiel, was man zumindest mal bedenken sollte. Also ich will jetzt hier keine Verteufelungsdebatte führen, das ist jetzt gar nicht meine Intention. Ich möchte nur so mal ein paar Dinge genannt haben und sozusagen zur Debattenkultur auch noch mit reinwerfen. Da gibt es Einschränkungen beim Content. Nicht alles ist erlaubt. Ja, gut, bei Porno mag es nachvollziehbare Gründe geben, aber wir wissen auch, dass es eine ganze Menge Einschränkungen beim Content gibt, die nicht mehr ganz so nachvollziehbar sind. Und auch gerade was so die neueren Podcast-Plattformen bekommen,
betrifft, spielt dann auch noch das Argument der Werbung mit ein, weil natürlich viele Plattformen auch mit Werbung ihr Geld verdienen und in dem Moment, wo man anderer Leute Werbung dort hineinträgt, gibt es zumindest Konfliktzonen, die dort neu eröffnet werden. Ein technischer Aspekt bei Plattformen ist, dass man auch so bei den Formaten nicht unbedingt so die Wahl hat, weil natürlich diese Plattformen auch ganz gerne alles übernehmen wollen. Auch das hat teilweise technisch nachvollziehbare Gründe, wie eben Daten letzten Endes, in dem Fall halt bei uns Audiodaten, übertragen werden. Und da kann es natürlich mal sein, dass eben auch so Advanced Features wie zum Beispiel unsere geliebten Kapitelmarken mal eben hinten runterfallen, weil ist ja, weiß ich nicht, finden wir nicht so wichtig und geht auch woanders hin, wenn es hier nicht passt, das alte Problem. Weil man eben nicht mehr die Hand drauf hat, weil man nicht selber gestaltet, wie denn nun letzten Endes alles auszusehen hat. Und so ein besonderes Ärgernis, was total um sich greift, was mich persönlich am meisten stört derzeit, das ist Linking. Ja, also Links auf den eigenen Content, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Internetgold, aber in solchen Plattformen ist dann halt die Einbindung der eigenen Webseite nur noch so teilweise möglich. Jetzt werdet ihr sagen, ja, was, wenn, wie? Ich kann doch bei Facebook meine URL droppen und dann kann ich da auch draufklicken und die Seite geht auf. Klar, ja, alles wunderbar, aber das geht ja auch noch ein bisschen Schritt weiter. Man merkt das dann zum Beispiel bei iTunes ist das so ein Trend, der jetzt auch gerade losgeht. Zum iTunes-Podcast Directory kann ich eigentlich immer nur sagen, die machen eigentlich eine ganze Menge richtig. Also es ist so ein bisschen bei mir so eine kleine Hassliebe. Das meiste liebe ich, aber eben nicht alles. iTunes ernährt sich halt ausschließlich aus dem Feed. Das heißt, ich bestimme zu 100% das, was im Podcast-Verzeichnis sichtbar ist, über meinen Feed. Das ist einfach eine goldene Geschichte, die aber so einfach kein anderer so direkt macht. Eine Ausnahme. Und das iTunes-Podcast-Verzeichnis hat mittlerweile auch eine offene API. Das heißt, man kann es auch als Quelle benutzen. De facto ist iTunes die Quelle für Podcasts heutzutage, muss man sagen. Aber auch da spielt natürlich dann immer wieder rein, wo man mal drüber nachdenken sollte, was ist, wenn man da nicht aufgenommen wird? Ja, was ist, wenn aus irgendwelchen Gründen, ja, heute Porno, morgen Donald Trump, irgendwie auf einmal Aspekte damit reinkommen, die man so nicht in der Hand hat, dann steht man halt schnell draußen. Bezug auf dieses Linking, was ich gerade erwähnt habe, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber das ist so, wenn ich in der Podcast-App auf dem iPhone einen Podcast höre und geil finde und ich will den jetzt empfehlen, gibt es keine Möglichkeit, den eigentlichen Link auf die Seite dieser Episode zu generieren. Sondern da kommt halt nur noch so ein iTunes, Short-URL, Klimbim. Ich leite mal hier auf meine eigene Plattform-Webseite Ding weiter. Und da darf man sich dann halt irgendwie schön in iTunes das anhören. Und wenn man das halt von da in irgendeiner Form woanders hintragen will und wenn es nur die eigene Webseite ist, ja, Pustekuchen, ja, war mal. Bleibt doch mal schön in unserer Welt, da ist ja alles super. Und das halte ich halt einfach für ein Problem. Was noch so ein bisschen unverstanden ist aus meiner Perspektive, ist dieses neue Podcasts-Connect-System, was sie gestartet haben. Da haben die so ein etwas obskures Ownership-Claiming. Da solltet ihr vielleicht auch alle selber euch mal unter eurer Apple-ID einloggen und mal gucken, ob da alle eure Podcasts auftauchen. Lustigerweise tauchten A, bei mir nicht alle Podcasts auf, B, tauchten Podcasts auf, die mir gar nicht gehörten, nur weil ich sie irgendwann mal für andere Leute in diesen Stores submitted hatten, die gerade keinen Bock hatten, eine Apple-ID zu machen. Hätte die jetzt löschen können und den Feed ändern können und so. Vielleicht kein mega großes Drama. Aber die Reaktion des Supports war dann schon ein bisschen anstrengend. Also irgendwie so ein bisschen haben sie schon verstanden, wovon ich rede, aber dass sie jetzt irgendwie Stop the Press gerufen hätten, habe ich halt auch nicht gemerkt, ne? Also das ist schwierig und auch hier gilt natürlich, Ausschluss bestimmter Inhalte ist generell Teil der Terms of Service. Nächster Kandidat, den ich so ein bisschen auf dem Kieker habe, ist Google Play. Auch da möchte ich jetzt nicht zu viel Alarmismus verbreiten, nur einfach mal, denkt mal drüber nach. Google Play ist ja eigentlich also bisher immer der App Store, dann der Music Store gewesen von Google und will halt jetzt auch der Kalif der Podcasts sein. Und die Podcast-Integration ist halt jetzt schon aufgetaucht in dieser
Music Play App und da wird noch so das ein oder andere gemunkelt. Der genaue Pfad, wie die jetzt eigentlich voranschreiten wollten, ist wie immer bei Google so ein bisschen fishy. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Hauptproblem ist, wenn ich da hingehe und sage, naja, hier, ihr habt jetzt ein eigenes Podcast-Verzeichnis, da will ich jetzt mal mitspielen. Und dann kommt sie halt wieder, diese ELU oder Terms of Service oder wie das immer heißt. Und dann steht da halt drin, naja, also wir liefern jetzt erstmal die Audiodatei selber aus, weil das ist besser für dich. Mit anderen Worten, sie kopieren aus meinem Feed die Audiodatei, konvertieren die gegebenenfalls in welches Format auch immer um. Das heißt, es kann sein, die Qualität wird eingeschränkt, weil sie irgendwie der Meinung sind, die Bandbreite müsste halt jetzt hier anders sein. Was ist, wenn ich das nicht will? Tja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also die Auswirkung auf die Formate ist vollkommen unklar. Was ist mit meinen Kapitelmarken? Bleiben die erhalten? Werden die konvertiert? Was passiert damit? Bin ich noch in der Lage, das anzubieten? Wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Dann stehen da noch schöne Sachen drin mit, ja, naja, also du darfst auch alles podcasten und du darfst auch deine eigene Werbung machen, aber vielleicht auch nicht. Also so lese ich das so ein bisschen raus, weil könnte, würde, müsste, sind so beliebte Formulierungen in solchen Sachen, ist alles so wischiwaschi gehalten, so Hauptsache, die sind halt nicht schuld. Wenn uns deine Werbung nicht passt, dann behalten wir uns vor, das mal rauszuschmeißen. Also wer so sozusagen drauf und dran ist, sein eigenes Werbenetzwerk für Podcasts aufzusetzen, da würde ich ganz große Ohren bekommen. Kommen, wenn solche Sachen sind. Klar, mag in den meisten Fällen wieder kein Problem sein. Vielleicht geht es ihnen auch nur um Porno und islamistischen Terror, aber weiß man halt nicht. Ja? Also die sind immer super da drin, einem irgendwie alles Mögliche abzuverlangen, aber selber eigentlich sehr vage zu bleiben. Hauptproblem ist, wenn man jetzt mit diesen Bedingungen, wenn man da keinen Bock drauf hat, wo ich zum Beispiel dazu gehöre, weil irgendwie so meine Audiodatei nehmen und selber ausliefern, Leute, ich gebe mir da so viel Mühe mit, jetzt kommt ihr nicht einfach daher und dreht Podcasting um. Ist mein Feed, ja. Da habt ihr einfach nichts dran zu ändern, es sei denn, ich setze explizit hier, mach mal Tracking für mich oder sowas. Kann man ja alles machen. Wer halt nicht mitspielt, ist halt nicht im Verzeichnis. Und wer halt nicht im Verzeichnis ist, ist dann vermutlich dann auch nicht in ihrer Podcast-App. Und ist man nicht in dieser Podcast-App, dann kriegt man wahrscheinlich nach 2, 3 Monaten so, ich kann deinen Podcast nicht finden auf meinem Telefon. Weil das halt alles so primär eingeordnet wird und Drittangebote natürlich überstrahlt, dass man sich dann halt mit sowas irgendwann rumschlagen muss. Im Prinzip haben wir das auch jetzt schon mit so Leuten, die auf so etwas obskureren Plattformen wie Stitcher etc. suchen und sich wundern, warum denn das da nicht zu finden ist, ist immer wieder dieselbe Geschichte. Ich habe meine Gründe, warum ich meine Podcasts da nicht submitte und ich bin auch kein großer Anhänger dieser, ich muss überall vertreten sein und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt, Methode, die manche verfolgen, meinetwegen kann man machen, aber ist nicht ganz so meine Abteilung. Ich hätte das lieber gerne vorher klar formuliert. Ja, also diese potenzielle Unsichtbarkeit, das ist hier bei Google Play das Problem. Bei den anderen ist es ein bisschen anders. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nicht Wochen und Nächte damit verbracht, mich dadurch irgendwelche Terms of Services durchzurobben. Jetzt so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung. Man möge mich im Detail korrigieren, aber im Prinzip stimmt das schon. Auch hier bei Stitcher werden die Audioinhalte übernommen, selber ausgeliefert, ist nicht so mein Ding. Und was auch ganz lustig ist, in den Terms of Service steht halt sowas drin wie, wenn du bei uns gelistet bist, dann bist du gezwungen, in deinem Podcast darauf hinzuweisen, dass dem so ist. Was dann auch viele nicht machen. Und dann meine ich immer so, hast du ja schon mal die Bedingungen durchgelesen? Ja, ach, das ist mir egal, ich mache das halt einfach mal nicht, solange sich da keiner beschwert. Ja gut, aber irgendwann weiß ich nicht, wie viele Minuten man am Ende seines Podcasts dann noch alles aufzählen muss, wo man überall gelistet ist, weil es halt einfach die unterschriebenen Terms of Services verlangen. Ist halt ein Problem. Und auch hier, ne, ist kein allgemeiner Podcast-Player, der alles abspielt, was im Web ist, sondern eben nur das, was im eigenen Verzeichnis ist, weil das ist das, was die wollen, nicht? Die wollen halt alle Kalif anstelle des Kalifen sein. Die möchten halt alle gerne das nächste YouTube, was auch immer, sein. Und natürlich ist da auch SoundCloud mit dabei. Das erfreut sich ja gerade größerer Beliebtheit durch günstiges Hosting. Ist halt so ein Musikanbieter, der sich mal wieder mit Podcasts versucht. Das war schon immer sehr schwierig mit Diensten, die so musikorientiert sind und dann versuchen, das Ganze irgendwie auf Podcasts umzumünzen. Hab jetzt gerade so die aktuelle Preisliste nicht so ganz im Kopf, aber hier läuft halt auch viel über die Spielzeit von Podcasts. Also umso länger das ist, umso mehr geht vom Kontingent ab. Gut, meinetwegen
kann man machen. Aber SoundCloud ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie das so mit den Prioritäten ist. Letzte Woche wurden mal eben alle Podcast-Feeds, also nicht ein paar, sondern alle Podcast-Feeds fehlerhaft ausgeliefert und man konnte halt keinen einzigen Podcast, der über SoundCloud gehostet ist, runterladen. Das hat dann irgendwie 40 Stunden gedauert. Und manche mussten sich da irgendwie bis in die oberste Chefetage durchtelefonieren, um da so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Naja, gut, also das mag ein einmaliges Problem sein, ganz klar. Ich will das jetzt gar nicht so sehr herausbilden, zeigt aber gerade mal wieder sehr schön, wo so die Prioritäten sind. Ja, unklare Support-Situation gilt hier wie an vielen anderen Dingern auch. Also man sind immer schnell da drin, irgendwas von einem zu verlangen, aber dass da mal konkret steht und so kannst du mit uns in Kontakt treten, wenn was daneben läuft. Also gerade bei SoundCloud gab es auch vor ein paar Monaten diese schöne Story von irgendeinem Podcast, der die ganze Zeit irgendwelche, ich weiß nicht mehr ganz genau, war das ein DMCA-Takedown, also es gab sozusagen Beschwerden. So, wo auch immer die hergekommen sein mag. Und der SoundCloud-Support hat so eine automatisierte Mail geschickt an die Podcaster. Ja, hier, da ist eine Beschwerde gekommen und ihr müsst da jetzt mal reagieren. Und dann war dann aber irgendwie nichts und alle Kontaktversuche haben halt vollkommen fehlgeschlagen. Und dann gab es dann irgendwann so die Second Notice und dann gab es irgendwann die Third Notice. So, ihr ahnt es schon, three strikes and you're down. Und dann war halt das komplette Podcast-Archiv von 5 Jahren irgendwie gelöscht, weg. So, alles weg, so ohne weitere Interaktionen. Und dann steht man da so als Podcaster und wundert sich, wo ist denn jetzt die Arbeit meiner letzten Jahre hin? Also, ich sag nur, Vorsicht. Was kann man dagegen tun? Erstens, man muss sich mal klar machen, das offene Web hat einfach Podcasts dahin gebracht, wo wir heute sind. Das wäre sonst nicht so stark. Hätte sich das irgendeine Company ausgedacht, das wäre nirgendwo hingegangen. Sondern die Podcasts sind deshalb da, wo sie sind und haben auch deshalb im Prinzip 11 Jahre lineare Anstiegskurve der Beliebtheit und Nutzung, gerade weil das eben so fest im Internet verankert ist, weil das einfach so ein Dienst ist, den man nicht mal so eben weggebombt bekommt. Und Plattformen machen jetzt so ein bisschen so den Eindruck, dass sie das halt auch befördern wollen. Ja, aber man muss sich halt klar sein, dass im Prinzip die meisten Businessmodelle vor allem, also bei manchen mehr, bei manchen weniger, also umso mehr man für eine Dienstleistung zahlt, die diese Plattform für einen durchführt, umso weniger Probleme habe ich damit, nicht? Das beste Beispiel sind halt Podcast-Hoster, die klar sagen, hier, du zahlst mir so und so viel Geld, dafür kriegst du die Dienstleistung, die ist auch garantiert. Und dann sollten da halt im Idealfall auch so Sachen drinstehen. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann kriegst du alle deine Daten, kriegst du alle deine Metadaten, kannst du runterladen, kannst du woanders importieren und alles ist gut. Ja, also wir löschen dann nichts weg. Ja, du darfst dann halt nicht mehr die Plattform nutzen. Bonuspunkte für, wir leiten auch noch alle deine URLs irgendwohin weiter, wo du möchtest. Ja, auch sowas wäre ja durchaus denkbar. Aber das gilt eben gerade für die Größeren nicht unbedingt, sondern die wollen natürlich alle in ihre Wolke bekommen und dann möglichst auch sich nur noch in dieser Wolke drehen lassen. Das ist sozusagen schon etwas, ne? So, und deswegen gibt es halt auch keine Links nach draußen, sondern nur noch so interne Sharing-Links. Und also wir zumindest mit Podlove versuchen ja sozusagen auch diesen offenen Weg zu stärken. Mir ist bewusst, dass wir damit keine Weltrevolution auslösen werden und auch nicht in der Lage sind, Facebook vom Markt zu verdrängen, wenn sie sich entscheiden, auch mal Podcasts zu machen. Gar keine Frage. Nur ich denke, dass es einfach nach wie vor sehr wichtig ist, ein Angebot zu machen. Dass man einfach klar sagt, es gibt hier eine im offenen Web verankerte Lösung und das ist auch unserer Meinung nach der Ort, wo Entwicklungen stattfinden sollten, wo neue Standards gefunden werden sollte, wo die neuen Features herkommen. Und dazu muss ich auch sagen, haben wir jetzt vielleicht einiges erreicht, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir im Prinzip hätten sein müssen. Also eigentlich verlieren wir gerade Zeit und müssten viel, viel, viel weiter sein, um diesen vor der Tür stehenden Trends genug entgegenzusetzen. Insofern, ja, Programmierer aller Länder, vereinigt euch, tut was, es gibt da genug zu tun. Gut, den dystopischen Teil habe ich damit jetzt erstmal weg. Kommen wir zu einer etwas unterhaltsameren, optimistischeren Geschichte, nämlich, wie bewerbe ich meinen Podcast? Ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken gemacht und mache ich ja öfter und
habe mir vor allem darüber Gedanken gemacht, wie kann man die natürliche Verbreitung von Podcasts befördern. Man kann sich ja alles Mögliche einfallen lassen. Man kann jetzt irgendwie im Fernsehen Anzeigen schalten, man kann irgendwie plakatieren, man kann ja, all diese ganzen traditionellen Werbewege gehen und guck mal, was passiert. Das fand ich aber eigentlich nur so, ja, so minder kreativ, weil eigentlich ja die Dynamiken im Podcast-Bereich ohnehin ganz anders sind und man vielleicht schauen müsste, wie kann man eben die existierenden Schnittstellen und existierenden Dynamiken besser umsetzen. Achso, da fällt mir gerade ein, ich habe hier noch keinen Ton angeschlossen. Kannst du mir mal kurz vielleicht sagen, welches dieser Kabel ich hineinstecken muss, um diesen... Ah ja, da liegt sie, alles klar. Gut. So, ich hoffe, ich bin da nicht zu laut, aber wir werden es ja sehen. Kommt jetzt auch erstmal noch kein Ton, sondern der erste Schritt, den kennt ihr auch schon alle, der ist sozusagen jetzt für alle da und das ist der Podlove-Subscribe-Button. Das war so eine der cooleren Ideen, die hatten wir, wann, Ben? Vor einem anderthalb Jahr, glaube ich, auf der Republika, ne? Genau, ne, da war gerade irgendwie alles durch und alle waren so ein bisschen dizzy und besoffen und dann so, oh ja, das müssen wir unbedingt mal machen. Dann ist das ja auch relativ schnell geschehen und so die Geschichte des Subscribe-Buttons, finde ich, ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Also wir haben die jetzt bei 2000 Podcast-Webseiten gibt es diesen Button, also vielleicht auch noch ein paar mehr, aber für 2000 kann ich mich verbürgen. Beziehungsweise über so Podcast-Verzeichnisse wie das neue FIT oder wie auch immer man es ausspricht, das werden wir wahrscheinlich noch mehrfach rätseln von unserem lieben Freund Christian von der Hörsuppe. Grüße an dieser Stelle, er konnte leider kurzfristig nicht kommen. Dort kommt der Button ja auch zum Einsatz. Also es gibt immer mehr Web-Frontfläche, wo dieser Button zum Einsatz kommt und der macht halt das Abonnieren leicht. Und ihr werdet es vielleicht gelesen haben diese Woche. Wir haben jetzt auch das Feedback des letzten Jahres eingearbeitet und sind eben auf einige Dinge eingegangen, die viele Leute genannt haben. Als erstes stand da das Design. Jetzt haben wir so ein flacheres, einfacheres Design, was einfach weniger sich beißt mit existierenden Webdesigns, beziehungsweise auch so ein bisschen in den aktuellen Trend mehr reinpasst und weniger als Fremdkörper wirkt. Außerdem gibt es mehr Varianten in der Darstellung des Buttons. Das heißt, es gibt nicht nur diesen vollflächigen Button, sondern es gibt auch jetzt so einen lichteren, linierten, also Outline-Button. Und man kann auch diese Umrandung noch komplett wegfliegen lassen, sodass man nur noch dieses kleine Podcast-Logo hat und den Abonniertext daneben. Beziehungsweise all das eben auch noch in so einer total minimierten quadratischen Ausführung, dass man eben nur noch das kleine Podcast-Männchen da irgendwo hat. Und wir setzen so ein bisschen darauf, dass dieses Symbol sich einfach mittlerweile schon so sehr in den Köpfen verhangen hat, dass man eben merkt, so, ah, hier Podcast, da draufklicken, dann abonnieren. So. Und Farbe. Ja, da. Am Anfang haben wir halt so ein freundliches Grün genommen. Ja, genau, Applaus für die Farbe. Man kann dem Button jetzt eine Farbe geben, konnte man tatsächlich schon vorher, aber das war ein bisschen komplizierter. Da musste man dann sozusagen noch jedes Shading des Buttons einzeln einstellen. Das war ein bisschen zu komplex und besser ist auch das Modell jetzt. Jetzt gibt man nämlich nur noch eine einzige Farbe an und alle anderen Farben, also welche Farbe hat der Text etc., hell oder dunkel, passt sich automatisch an diese Farbe ab. Also einfach, wenn ihr eine Primärfarbe habt in eurer Webseite und ihr möchtet auch gerne, dass dieser Button darin scheint, ist das jetzt möglich. Die Optik hat sich dann auch auf den eigentlichen Button dann erweitert. Hier seht ihr das schon, ne? Da ist er nicht mehr grün, sondern mal schwarz-weiß. Und dann wird also diese Primärfarbe dann auch in den User-Interface-Elementen des Buttons selber dann noch mitgenommen, sodass man da auch eine gewisse Konsistenz hat. Und ihr seht schon auch dieses Pop-up ist auch selber sehr viel schlichter, legt sich jetzt sozusagen nur noch so flach über die Webseite und alle sollten glücklich sein. Und unser neues Podlove-Logo haben wir dann auch noch da drin untergebracht. Insofern alles prima. So, das ist natürlich jetzt nicht das, was ich eigentlich meinte mit Bewerbung, sondern das ist sozusagen jetzt erstmal die Brücke, um überhaupt das Abonnieren zu ermöglichen. Bei Bewerbung wollte ich ja dann den natürlichen Weg befördern. Und was man halt so kennt, ist, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt und dann eben zusieht, ja, hier
Ich habe jetzt pro Episode ein eigenes Bild. Da werfe ich dann halt alle wichtigen Gestaltungselemente, Logos und vielleicht noch ein begleitendes Bildchen dazu und bringe vor allem das Thema gut mit rein. Das macht sich gut auf dem Podcast-Player, das macht sich auch gut auf der Webseite. Und wenn man dann halt noch so schöne Bildchen sich dazu organisiert, wo auch immer man die herbekommt, wir werden da noch einiges zu hören. Sowohl wird Sven gerade auf dieses Design, worauf ich jetzt gerade eingehe, nochmal genauer erläutern, was dahinter steckt. Als auch Chris Vorträge widmen sich ja unter anderem dem Thema. Ist das sicherlich schon mal ein guter Ansatz. Das hat mir aber jetzt nicht gereicht, sondern ich wollte ja das unterstützen, was sowieso den Podcast voranbringt, nämlich die Mundpropaganda. So. Und das ist halt nun mal das Ding. Wer auch immer selber mal mit Podcast angefangen hat, wo habt ihr euch eure Tipps gehört? Von anderen Hörern. Das ist sozusagen das, was man eigentlich unterstützen möchte. Social Media spielt dabei eine Rolle. Na klar, was man so auf Twitter liest, etc. Da hat man so seine Freunde, seine Timeline, was auch immer. Aber eigentlich ist das stärkste Element immer das unmittelbare Weitersagen. Und deswegen sollte dieses Weitersagen möglichst einfach gemacht werden. Also brauchen wir dafür Werkzeuge. Und da habe ich jetzt so prototypisch im Rahmen von Forschergeist mal mit angefangen. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, auf Social Media heute auch noch so Videos mit reinzubringen, die halt dann mehr oder weniger automatisch abspielen, dann erstmal ohne Ton und dann, wenn man draufklickt, mit Ton, kennt ihr ja alles schon, nicht wahr? Und da kann man dann so 20 bis 30 Sekunden Audio mit reinwerfen. Und ich habe mir jetzt hab angefangen, sozusagen beim Abhören der Sendung auch immer noch mitzudenken, was wäre denn so der beste Ausschnitt daraus, ja? 20 bis 30 Sekunden ist so der übliche Zeitrahmen, den man da nutzen kann. Und es gibt auch so Dienste wie zum Beispiel dieses Clemmer. Da kann man jetzt ohne viel großen Aufwand das einfach selber machen. Da bestimmt man diesen Audioausschnitt, lädt den irgendwie als Audiodatei hoch oder gibt eine Zeit an. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es geht. Und dann setzt man noch ein Bildchen dazu und dann sieht das halt so aus. Das kann jetzt auch mal, können wir mal anhören. Nee, können wir nicht, weil mein Laptop gibt was aus, angeblich. Müsste da was zu hören sein, Dennis? Frag mich nicht. Gut. Bitte? Muss auf die Boxen kommen. Naja, ich meine, was soll ich jetzt mehr machen als hier? Und vielleicht bin ich ja hier Headphones, sagt er. Anschalten, das muss ja ins Mischpult gehen, ne? Warte mal, ich guck mal, ob das hier. Ja, also kommt Audio raus. Aha, du meinst einfach anschalten und. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen verklickt, geht aber gleich weiter. La, la, la. So, und sehr witzig. Was ist das? Also aus meinem Rechner kommt es richtig. Ha. Experte. Okay. Wo ist überhaupt der Lautsprecher? Warum brummt das jetzt? Ah. Mann, Mann, Mann. Angefangen auf klein. Was? Schon elegantere Präsentationen gehabt, muss ich sagen. Angefangen auf kleinen Flugzeugen zu lernen, abschließend man war dann ein Privatpilot und dann hat man war man ein kommerzieller CPL, kommerzieller Pilot und hat man die Lizenz dann irgendwann im Laufe der Karriere gekriegt, den Airliner Transport. Also CPL heißt? Commercial Pilot License. Okay. Und CPL, Private Pilot License. Genau. Mhm. Sehr englischlastig. Wenn ich auch gerne hier im Podcast mal Englisch rede, dann möge mir das gefallen. Das wäre nicht das erste Mal. Gut. Habt ihr das jetzt gehört? Ja, weil ich, das war jetzt für mich ein bisschen doppelt. Also,
ich habe versucht, einen Ausschnitt zu wählen, der so den Charakter rüberbringt. Also wo man sozusagen so ein bisschen so diesen Humor hat, so diesen unterschwelligen, es muss nicht die totalen Brüller sein, sondern wo es sozusagen so ein bisschen, versucht so ein bisschen diesen Charakter des Gesprächs, dass man sich so reinfühlen kann in die Stimmung, das rüber zu machen. Gut, so sieht das dann halt bei Klemmer aus. Das ist dann halt so ein bisschen die Standardmethode. Dann haben wir das jetzt auch nochmal für Forschergeist gemacht. Da ist es dann so. Die Fläche, die einen Wasserstand haben, unabhängig vom Meer, heißen Polder. In ein Land, wo man Polder hat und jeder Individuum verantwortlich ist für das Pflege von einem Stück des Deiches, gibt es keine Hierarchie. Alle können alle andere umbringen. Wir haben in der Politik das Konzept des Polderns. Das bedeutet, dass man sich zusammensetzt und so lange redet, bis man eine Lösung gefunden hat. Und so sieht man, dass Landschaften ihre Einfluss haben auf menschliche Kultur. Bitte? Nein, das war jetzt nicht Klemmer, sondern das ist aufwendig von Sven, der das nachher nochmal im Detail den Prozess sicherlich vorstellen wird, zusammengesetzt. Das heißt, es ist sozusagen für den Podcast so ein Animationskonzept geschaffen worden. Jede Episode wird letztlich sich so entfalten, aber hat halt als Varianten das Bild, den Text und natürlich dann auch das Audio. Meine Aufgabe ist jetzt sozusagen auch immer ein Audio zu finden, was halt irgendwie reinpasst, und bei 30 Sekunden ist Schluss. Das Ding jetzt hier eben, was, würde ich sagen, vermeintlich sehr flüssig, wie genau so gesprochen klingen. Wenn man genau hinhört, merkt man so ein paar kleine Schnitte. Ist tatsächlich aus 90 Sekunden zusammengewürfelt mit auch in beide Richtungen irgendwie noch Dinge noch eingefügt und rausgeschnitten, um irgendwie so eine kleine Storyline zu erzählen. Ist mal wieder eine neue Belastung für mich, muss ich sagen. Also das ist sozusagen etwas, wo man nochmal ganz anders über seinen Podcast nachdenken muss. Aber auch ganz interessant, weil man sozusagen so diese Mega-Verdichtung machen muss. Das ist auch eine Verdichtung, die ich ganz cool finde. Es gibt ja auch Versuche, zum Beispiel, was weiß ich, lange Podcasts in einer Kurzversion zu machen. So nicht 90 Minuten, sondern dann, was auch immer das sein mag, Viertelstunde oder so. Da gehe ich nicht so mit, muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber das hat einen schönen Kontrast, und wenn man es halt schafft, in 30 Sekunden so ein bisschen die Atmosphäre des Gesprächspartners oder des Gesprächsverlaufs zu fangen, ist eine Menge gelungen. So, mit anderen Worten, man braucht halt solche Watercooler-Weapons noch dazu, die jetzt eben die eigentliche Mundpropaganda unterstützen. Denn hier geht es sozusagen um das direkte Gespräch, und wir kennen das alle so. Ja, hier, da kenne ich einen Podcast, den musst du hören, hier irgendwie methodisch inkorrekt, voll cool und so. Und dann, ja, wo denn? Ich schicke dir mal eine Mail, ich schicke dir mal eine URL, kann ich mir gerade nicht merken, weiß ich jetzt auch gerade nicht, lalala. Und wird schwierig, ne? Beziehungsweise auch das Vorstellen der eigenen Podcasts hat eigentlich meistens auch dieselbe Dimension, ne? Also man würde gerne diesen Watercooler oder auch das schwarze Brett in der Firma irgendwie gerne repräsentiert haben. Dann ist auch sozusagen die einzige Möglichkeit auch genau dafür, so manuelle Handreichungen auch zu unterstützen. Also Visitenkarten. Nur für den Podcast. Wo alles draufsteht, was man wissen muss, und eben auch nicht sehr viel mehr. Ein Handout, quasi in diesem Fall eine Zusammenfassung der Episode in PDF, die man rausgibt beziehungsweise auslegen kann auf Veranstaltungen, oder die man halt einfach an ein schwarzes Brett dran klingt, ja, oder die man nehme das PDF, einfach in die Mail reinhaut, und es ist irgendwie alles gesagt. Man weiß, es ist nichts vergessen worden, es steht irgendwie alles drin, aber es muss auch nicht erst nochmal ein Browser gestartet werden, der dann wieder, keine Ahnung, Firewall, böser Content, was auch immer das Web noch so für Probleme mit sich bringt, macht. Zu der inhaltlichen Gestaltung und diesen weiterführenden Ideen wird Sven gleich noch was sagen. Wie viel Zeit habe ich noch? Wenig, ne? 5 bis 10 Minuten. Ah, ich kriege den Bonus meiner technischen Probleme hier. Weiterer Aspekt. Communities. Weil es ja immer alles so unidirektional als Podcaster. Und der Wert von Communities, naja,
den kennen wir vielleicht alle, auch wenn das ein extrem strapazierter Begriff ist. Man weiß manchmal schon gar nicht mehr so richtig, was damit gemeint ist. Und er hat auch schon so Grenzen in so eine Hyperei, wo es irgendwie ein bisschen anstrengend wird. Trotzdem finde ich, dass Podcasts halt einfach Communities für Podcasts einfach eine wichtige Realität sind und gestärkt werden sollten. Und das Sendegate zum Beispiel. Ich glaube, das Banner hat es schon aufgegeben hier. Das Sendegate hat sich, seitdem das jetzt eingeführt wurde, als ein extrem starkes Werkzeug für die Community gezeigt, weil es einfach viele Fragen gibt, die langfristig auch noch gelten und wo die Antworten langfristig auch noch was bedeuten, sodass es sinnvoll ist, dieses konkrete Format eines Webforums zum Beispiel zu wählen. Oder halt auch unser Projekt hier, das Sendezentrum oder eben auch diese Veranstaltung. Das sind alles solche Mittel, um Communities zu stärken, Meetups etc., genau das Gleiche. Ich habe ja auch für Podlove auch so ein ähnliches System wie das Sendegate. Da brummt es nicht im Ansatz so, aber es ist trotzdem ein guter Austauschpunkt für lange zu erhaltene Informationen. Und jüngst, einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, habe ich versucht, diesem Ganzen nochmal so ein Community-Element nochmal oben drauf zu geben, indem ich das neue hippe Kommunikationstool Slack zum Einsatz gebracht habe, wo der eine oder andere schon mit der Braue gelupft hat, weil sie sich dachten so, oh Gott, Slack, das ist doch alles ganz böse und kommerziell. Stimmt auch, aber es ist vor allem ein Chat und Chats sind eine tolle Sache. Und schon immer populärer gewesen, als man denkt. Müssen wir mal so 20, 30 Jahre Internet zurückspulen. Also es ist sozusagen, Chats sind bisher immer unglaublich unterschätzt worden. Das fing an damals in den Anfang der 90er Jahre mit SMS. Ja, frag mal, redet mal mit irgendeinem Telekommunikationsmanager Anfang der 90er Jahre, ob SMS ein wichtiger Dienst ist. Die hätten noch nicht mal gewusst, wovon ihr gesprochen habt. So, ja, Textnachrichten, warum sollte denn jemand Textnachrichten verschicken und so. Muss nicht weiter erklären, was für ein Erfolg das geworden ist. Dann ging das so Mitte, Ende der 90er Jahre weiter mit ICQ, AIM, auch komplett unterschätzt worden. Riesenmarkt, unglaubliche Durchschlagskraft, diese ganze also schnelle, durchlebige, kurzlebige Diskussion, das kann halt einfach so ein Chat wunderbar tragen. So, und dann ging es halt irgendwie weiter mit der ganzen Chatterei später. Also es kommt immer wieder so ein Textdienst, die Messenger sind derzeit das nächste Beispiel, WhatsApp und so weiter, die sich mittlerweile dazu komplett eigenen Ökosystemen entwickeln. Was ich damit nur sagen will, ist, Chat ist einfach, bedient einfach etwas in Communities, das ist wichtig. Und das ist halt einfach das schnelle Reagieren über kurzlebige Gedanken. Das ist einfach ein Glue, der dabei sein muss. Und das ist etwas, was mir als Podcaster gefehlt hat in der Kommunikation zu meinen Hörern, Hörerinnen, einfach um einfach manchmal auch unmittelbares Feedback zu bekommen, einfach ein paar verrückte Ideen zu besprechen oder eben auch, weil ich das nun mal alles alleine mache, auch mal technische Unterstützung bekomme von irgendjemandem, weil ich gerade ein Problem nicht gelöst bekomme. Ja, und da ist halt Slack wunderbar, weil einfach die traditionellen Chat-Systeme extrem viele Nachteile haben. Das fängt schon bei sowas an wie IRC, bist du nicht online, bist du weg, verpasst du alle Nachrichten. Das ist natürlich blöd. Man braucht also ein System, was diese Nachrichten vorhält und man will natürlich irgendwie gute Apps haben, Bilder sehen, Slack räumt mit vielen von diesen Fehlern auf etc. Also man kann da sehr viel lebendiger und up-to-date diskutieren und am Ende ist das Ganze sogar halbwegs übersichtlich und sogar ganz brauchbar, administrierbar. Das war, sagen wir mal, meine Motivation, das zu machen. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut, auch als Möglichkeit, sich auch nur podcast-intern abzustimmen. Also wenn ihr sozusagen Podcasts habt, die mit so einer größeren Gruppe arbeiten, dann nicht gleich die Polizei rufen, sondern vielleicht ein Slack installieren und ist prima zur Terminabsprache, alles mögliche Links sammeln. Für Shownotes ist das eine schöne Sache und ich arbeite gerade daran, Leute zu finden, die Bock haben, da coole Bots zu bauen, um das einfach noch besser zu integrieren in so einen Live-Flow. So, 5 Minuten habe ich noch, hast du gesagt? Dann vielleicht noch einen kleinen Rand. Awards. Also, als das Deutschland, ne? Kaum ging das los mit dem Podcast, was kam als erstes? Podcast-Vereine. Wie sich das so gehört für eine geeinigte Gesellschaft, gab es dann auch gleich zwei, ja? Also die Podcaster-Volksfront und die Volksfront aller Podcasts.
ich weiß nicht mehr genau, wie sie beide hießen, aber es gab halt zwei. Die hatten sich dann auch schnell in der Wolle, unter anderem wegen Awards. Weil man muss ja dann auch gleich Awards verleihen. Das ist immer das Beste, was man machen kann mit so einem nicht etablierten Medium, wo noch keiner wirklich Erfahrung hat und was so der breiten Öffentlichkeit noch nicht nennenswert näher gebracht wurden. Erstmal Lifetime Awards vergeben, das kommt immer richtig gut. Das hat einfach total genervt. Aber mich nerven Awards generell grundsätzlich und immer wieder, weil einfach die meisten einfach bekloppt gemacht sind. Ist schön mit Grimme Online Award, wenn auch dort Podcasts und andere Medienformate dort Erwähnung finden. Ja, also da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Und ich will auch nicht sagen, dass sie sich da nicht teilweise auch Mühe geben, die Jurys, die dort am Start sind. Aber ihr kennt das, also speziell bei Podcasts sind einfach diese Systematiken, mit denen Dinge prämiert und ausgezeichnet werden, einfach problematisch. Erstmal fängt das natürlich davon an, dass man immer so Branchen hat, die sich da sozusagen irgendwie auch immer ein bisschen selbst beweihräuchern. Ja? Also Online-Awards, schön und gut. Da gibt es viel, was man online so auszeichnen könnte. Dass aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk da aber auch immer garantiert einen 50% Award-Anteil hat, ja? Reflektiert meiner Meinung nach nicht, dass sozusagen das Internet zu 50% von öffentlich-rechtlichem Content bespielt wird, sondern das hat halt einfach institutionelle Gründe. Ist auch in Ordnung so und das weiß man in gewisser Hinsicht auch, deswegen ist man da auch nicht überrascht, aber man soll sich sozusagen auch keine Illusionen machen. Wer auch immer ein Wort verteilt, hat da sozusagen auch etwas sich dabei gedacht. Hauptproblem, finde ich, ist, dass um überhaupt das Feld erstmal zu sichten, genau das irgendjemand tut, aber man weiß halt nicht wer. Ja, also man kann halt Vorschläge machen, aber es ist ja nicht so, dass jetzt alle Vorschläge, die das Internet für die Online-Awards macht, letzten Endes so eine Liste landet, sondern es gibt halt einen Nominierungsprozess, der einfach erforderlich ist, um das Feld überhaupt zu verdichten, damit das irgendwie halbwegs zu vermitteln ist. Aber an der Stelle ist der gesamte Vorgang vollkommen intransparent, nicht nachvollziehbar und von daher in gewisser Hinsicht auch schon total wertlos, weil dann am Ende hat man es dann sozusagen noch mit einer kleinen Gruppe zu tun. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so geht, aber ich war schon so ein paar Mal in so einer Jury und deswegen kann ich einfach sagen, das ist einfach alles scheiße und das stinkt. Das ist einfach so eine Jury hat nie genug Arbeit, hat nie genug Zeit, um diese Arbeit zu verrichten, wird niemals einen Überblick bekommen über das vorliegende Angebot und am Ende wird dann wirklich über jeden Scheißpreis irgendwie 5 Minuten diskutiert und man versucht halt irgendwie einen Kompromiss zu finden im Raum, damit sich nicht alle gegenseitig Flaschen an den Kopf werfen. Da mag es dann auch irgendwie mal eine Ausnahme geben, aber einfach ein gesunder Prozess ist es einfach nicht. Ja? Also das ist einfach immer so eine wiederkehrende Frustration, die halt auftauchen. Ja, also man hat dann irgendwie arbiträre Kategorien, das ist nochmal so ein anderes Problem. Ja, man versucht irgendwie das Feld in irgendeine Unterscheidungsgruppen zu machen, um das so halbwegs sortieren zu können. Da wird es natürlich dann schon mal generell schwierig, weil man einfach extrem viel Überlappungen hat und dann auf einmal Dinge in 2 Kategorien auftauchen, die zwar eigentlich irgendwie das Gleiche sind, aber dann doch wieder nicht. Ja, dann fragt man sich auch, wo ist dann eigentlich der Sinn in der ganzen Geschichte? Entweder werden sie zu breit gehalten oder sie sind zu spezifisch. Publikumspreise, gerade Internetpreise, sind nochmal ein richtiger Lacher, weil ihr kennt das, nicht? Am Ende gewinnen diejenigen, die dann ihre Community lustigerweise am meisten mobilisiert bekommen und es ist sozusagen nur noch so ein reines stimmt für mich ab, jetzt irgendwie hier klicken und irgendwie, wer kann noch ein Skript installieren, was 50 Mal auf dieser Webseite rumballert. Das ist einfach, mir wird da ganz schwummerig. Und gerade bei Podcasts, Realität, es hört sich den Kram sowieso keiner an. Also am Ende wird, ich weiß nicht, worauf letzten Endes da irgendwas gemacht wird, aber einen Podcast, um jetzt mal bei dem Beispiel Podcast Awards zu bleiben, hat einfach das Problem, wie soll man sich 5 Jahre Sendungsarchiv irgendwie vergegenwärtigen in so einem Juryprozess? Es geht halt einfach nicht. So. Am Ende jubeln dann wenige und der Rest ist frustriert und findet alles total ungerecht und keiner ist wirklich glücklich. Das ist sozusagen das Problem und niemandem ist am Ende wirklich geholfen, weil dieser Effekt, der sich häufig ja davon versprochen wird mit wir müssen dem ganzen Genre eine größere Öffentlichkeit geben, der ist dann sozusagen schwierig zu erfüllen in dem ganzen Zusammenhang. Keine Nennung von Problemen ohne Lösungsansätze. Wir können von den Oscars lernen, unter anderem.
Zunächst einmal, was ich sehr schön finde bei den Oscars, ist, dass sie nicht irgendwie so mit so dummen Kategorien ankommen, also zumindest meistens nicht, ja, also es ist jetzt nicht bester Liebesfilm oder sowas, ja, also das wäre sozusagen so das Äquivalent zu den Kategorien, die man so meistens findet, ja. Bester Wissenschaftspodcast zum Beispiel wäre so eine Kategorie, sondern man konzentriert sich sozusagen auf das, was wirklich Relevanz hat für die eigentliche Arbeit, nämlich Schnitt, Moderation, Humor könnte man zum Beispiel auch auszeichnen, ja, bester, witziger Dialog oder so, oder vielleicht etwas, was ein bisschen mehr mit dem Handwerk zu tun hat, inhaltliche Herausarbeitung eines Themas in einem Gespräch, sonstige überraschende Wenden, da würde uns sicherlich einiges einfallen, um einfach die einzelnen Disziplinen des Handwerks dann zu bewerten und nicht immer alles in so einem Gesamtpaket zu sehen. Vorteil, man hätte halt auf einmal einen Fokus auf das, was eigentlich den Gesamtwert ausmacht, aber eben stückweise. Man kann also mit einer Sache glänzen, auch wenn der Rest vielleicht bekloppt ist, aber alle sind sich einig, dass das eine gute Idee war, wie man das gemacht hat. Und gerade bei Podcasts, Episoden bewerten und nicht Podcasts, weil Podcasts sind immer eine lange Geschichte, das ist einfach zu viel, das kann man einfach nicht bewerten. Wenn man nur einzelne Episoden rausnimmt und sagt, schlag mal eine Episode vor, in der die Moderation besonders gut war, schlag mal eine Episode vor, in der die Herausarbeitung eines Themas besonders gelungen ist oder die so besonders witzig war oder keine Ahnung, was das Kriterium im Einzelnen alles noch sein würde, dann ist das Ganze auch noch nachhörbar, vergleichbar. Man bringt es wirklich auf einen überschaubaren Zeitrahmen runter und hat eine Chance, dass eine wie auch immer geartete Jury darüber auch halbwegs sinnvoll befinden kann. Bleibt das Problem der Jury, wie gesagt, das funktioniert halt meistens nicht. Also bräuchte man ein mehrstufiges Jury-System und man fängt halt erstmal damit an, die Jury zu wählen. Weil eine Jury kann auch viele Leute sein, aber viele Leute muss man auch erstmal finden und ein Wortsystem, was sozusagen erstmal sagt, jetzt wählen wir erstmal die Leute, von denen wir überhaupt meinen, dass sie sich dazu qualifiziert äußern können, hat man den Vorteil, dass man dann eine relativ gute Repräsentation der Szene hat, die sich sozusagen dort abbildet und die das Ganze benennen will. Auch da sind die Oscars ja ganz gut dabei, haben aber ein bisschen das Problem, dass sie sozusagen immer nur die Alten und dann bis an ihr Lebensende, bis sie dann mal tot sind, nehmen und da einfach keinen Erneuerungszyklus haben. Wenn man im Prinzip die Wahl der Jury auch selber noch mit reinnimmt, kriegt man auch nochmal einen interessanten Badge extra. Ja? Man ist zum Beispiel schon mal in eine Jury gewählt worden und das ist schon mal ein Achievement für sich. Da muss man noch nicht mal einen Podcast für gemacht haben. Und erst diese Jury, die stimmt dann ab, aber das sind dann auch nicht 5 Leute, wie das so meistens bei Jurys ist, sondern, keine Ahnung, 100? So in der Größenordnung stelle ich mir das vor, damit das jetzt auch nicht zu geil ist, da in dieser Jury gewählt zu werden. So, ja, so einer von 100 reicht ja aus, so, das sagt schon mal was aus, aber da muss man nicht gleich durchdrehen. Und wenn man mit 100 anderen Leuten irgendwie was abstimmt, Jetzt sind wir natürlich hier in etwa 100 und ihr denkt euch schon so, oh Gott, wenn wir jetzt hier über irgendwie ein Wort abstimmen sollten und so weiter, das gibt ja nur Hauen und Stechen. Klar, nutzt man das Internet und nimmt halt so Dinge wie zum Beispiel, ich will das jetzt nicht als die einzige Lösung machen, aber da sind sehr interessante Lösungsansätze mit drin, die man unter Umständen nutzen kann, die man vielleicht auch direkt nutzen kann. Liquid Feedback, ein System, was ich halt der interaktiven und, wie ich finde, vor allem gerechten Wahl von Dingen verschrieben hat. Das zeigt wirklich, wohin die Reise hier gehen muss. Ich denke, das ist im Wesentlichen erstmal auch ein Technical Effort, so ein Award-System auf neue Beine zu stellen, einfach um einfach diesen menschlichen Faktor, der immer so blöd ist, rauszubekommen. Liquid Feedback, wer es von euch nicht kennt, hat gute Lösungen für Annahmeschwellen, das heißt Dinge, die vorgeschlagen werden und die eigentlich kein Schwein interessieren, wenn das nicht mindestens 10% Unterstützung bekommt, dann wird da noch nicht mal drüber abgestimmt. Ja. Man hat Diskussionsphasen, das heißt, man stellt dann das, was diese erste Schwelle überschritten hat, überhaupt erstmal zu einer breiten Diskussion, um sich dann auch wirklich eine Meinung bilden zu können und zwar nicht in 5 Minuten, sondern über einen Zeitraum von 3 oder 4 Wochen, ja, dass man also wirklich auch jeder die Gelegenheit hat, von diesen 100 Leuten sich wirklich mal einen Kopf zu machen. Und das Beste, am Ende macht man eine Wahl per Zustimmung, weil die meisten Wahlen, letztes Beispiel, Präsidentschaftswahl in Österreich, ja, das ist ja mal so ein richtiger Mega-Fail, gab es auch schon mal in Frankreich auf eine ähnliche Art und Weise,
man tritt sich halt dann die Nazis auch unter anderem deshalb ein, weil man einfach ein schlechtes Wahlsystem hat. Ja, das ist das Kernproblem. Besseres Wahlsystem, bessere Ergebnisse. Und Liquid Feedback arbeitet hier mit eben dem sogenannten Zustimmungswahlverfahren, konkreter die sogenannte Schulze-Methode, kommt übrigens aus Berlin, die kurz gesagt einem eben nicht nur eine Stimme gibt und die verteilt man dann an irgendwas, sondern man äußert sich sozusagen bei jeder Abstimmung immer explizit mit einer Reihenfolge der Vorlieben, gruppiert diese in, das muss auf jeden Fall gewürdigt werden, das ist mir im Wesentlichen egal und das bitte auf gar keinen Fall und innerhalb dieser Gruppen eben auch noch mit Abstufung, sodass man dann eben durch so ein mathematisch ziemlich abgehangenes System sehr konsensfähige Ergebnisse bekommt und best of everything in einer ganz klaren Reihenfolge. Außerdem spielt Delegation hier noch eine Rolle, was ich sehr wichtig finde, dass man eben nicht unbedingt immer alles selber entscheiden muss, sondern auch sagen kann, also in dem Bereich Humor kenne ich mich nicht mit aus, das lasse ich mal lieber andere Leute machen. Das heißt, die Jurys können sich sozusagen auch noch untereinander, also Jurymitglieder können sich untereinander auch noch so ein bisschen die Freiheit geben. Naja, den Gedanken will ich jetzt auch nicht weiterbringen, nur mal drüber nachdenken. Alles, was ich gesagt habe, ist zum drüber nachdenken. Vielleicht kann man sowas ja auch mal im Rahmen der Subscribe weiterdenken. Ansonsten denkt ihr bitte jetzt vor allem erstmal alleine weiter. Ich sage danke, das war's. Willkommen auf der Subscribe und noch viel Spaß. Applaus